Willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind jetzt immer noch auf dem Weg zu Bill. Irgendwas ist noch da unten. Kann ich da nachgucken? Nee. Und wir haben alle Pfeile verballert. Sind wir nicht gut? Kann ich eigentlich Pfeile selber machen? Nee. Aber ich könnte die Waffe wieder raffinieren. Mache ich auch mal. Gehen wir mal runter. Ja, sehr gut. Nicht drankommen. Items. Achso, nur eine Bach, wieder eine blöde. Oh. Hörst du das? Ja. Leider. Ich habe auch gesehen, was das war. Wie komme ich denn hier? Wo lang? Hier nicht. Ist irgendwo eine Leiter. Ach, da. Oh Mist, so ein Scheiß. Was soll ich jetzt hier machen? Kannst du das dich doch entschärfen? Naja, oder draufschießen, ne? Wobei bei draufschießen habe ich so eine schlechte Befürchtung, dass die dann, die da hinten, die wir jetzt da sehen, also zumindest da so drin sehen, also ne, den Staub und so, dass die uns dann gleich auf die Lauer kommen. Okay, zurück, zurück! Okay. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Ich habe das Gefühl, wir müssen rennen. Ganz schnell rennen. Siehst du? Oder auch zurück. Nicht. Ach stimmt, ich könnte wahrscheinlich auch, ja. Na komm. Dann wohl hier rein. So. Oh. Es ist sogar was drin zum ersten Mal und unsere Munition ist voll. Wie kommt das denn? Oh, Nipsala. Ich wollte nachladen. Naja, was haben wir da? Gar nichts. Ich komm schon, wir. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Das ist ganz schön eklig, so rumzuhängen. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Hast du denn ein Messer? War klar, dass jetzt Viecher kommen, ne? Joel! Scheiße, sie kommen. Joel! Das wird doch nix. Oh, Headshot. Wo ist denn da noch einer? Ach, da. Wie weit bist du? Überall welche. Oh, shit. Nein. Eine andere Waffe wäre jetzt, glaube ich, besser. Ah, verdammt. Nicht auf dem Ziel. Vielleicht doch. Bei dem. Zumindest. Verdammt. Voll in den Arsch. Schnell, schnell danach. Geh weg. Geh weg. Bin bereit, Ellie. Halt durch. Alles okay? Ja. Los, du schaffst es. Okay. Hier. Sie hat wohl kein Messer. Danke, was auch immer das war. Wahrscheinlich danke. Munition. Ich meine, Waffe können wir jetzt eh nicht mehr wechseln, ne? Verdammt nochmal. Ach, nö, da kommt schon wieder einer. Komm schon. Ellie, beeil dich. Na, nein. Das hat Mädel in Ruhe. Danach lass mich in Ruhe. Oh oh. Du lad doch schneller nach.
gleich da. Ja. Die sind schon da, würde ich sagen. Oh shit. Vielleicht hätten wir doch eine Waffe geben sollen. Ach, musst du immer. Kannst du nicht mal ein bisschen mehr nachladen? Dankeschön. Wohin? Ist mir egal. Hauptsache weg hier. Ach, wie viel Schuss haben wir denn verbraucht? Autsch, autsch. Weiter, hier sind wir nicht sicher. Ja, warte, ich. Komm durch die Tür! Ich hab's gewusst. Mach sie fertig, sonst kommt. Ach du Scheiße. Ehrlich, zurück! Zurück! Soll ich den jetzt erschießen oder nicht? Wo ist er eigentlich? Ach, da ist er. Ja, okay, dann wohl erst kaputt machen. Oder auch. Nein. Hört mir, wollt ihr mir gerade ins Knie schießen? Mann, das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel. Kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch.
Der ist halt auch irgendwie scheißegal, ne? Also ich meine, der könnte ja eigentlich, also, so nach dem Motto, ist mir scheißegal, dass du ein Kind bist, ich geh auch so, ne? Mit der Waffe auf dich drauf. Ah, eine Karte. Eine Karte von Bildstadt. Ja, super schön. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Schon wieder alles voll hier. Können wir wieder irgendwas machen vielleicht? Wir könnten ja mal Fertigungs... Nee. Dass man nur drei davon machen kann, ist ein bisschen nervig. Das will ich nicht machen. Nee, wir können nichts machen. Alles klar. Messer verbessert. Messer hält einen Treffer länger. Messerhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren oder, und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Huch, das war ein mehr oder weniger Rülpser. Entschuldigung. Ja, die Munition ist voll, auch wenn ich nicht weiß wieso. Das war auf jeden Fall eine andere Waffe. Ich könnte mal ein paar Pfeile wieder gebrauchen. Was haben wir hier? Klingenzeugs. Zäunenotiz. Aha. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sich schon dreimal zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Ganz, ganz dringend. Alles klar. Nee, sonst ist hier nichts. Wir können noch mal gucken, ob wir vielleicht jetzt wieder ein Dings machen können. Ein Messer. Ja, können wir. Tja, sonst ist hier wohl nichts. Schach. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Der mag wohl keine Kinder. Oder keine Fremden. Oder weiß ich auch nicht. Tja, sonst ist hier wohl nichts mehr, wa? Hast du jetzt alles fertig? Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Ja, wir sind alle dabei. Hunter-Notiz. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahegekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung. Mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Ah, oh, da war doch was. Oder auch nicht. Nein, das sah nur so aus. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, dumm, die dumm, die dumm. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Herr? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Nicht der wirklich. Und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Sind hier nicht auch alle infiziert? Da, wo er jetzt also hier ist?
Nö, ist nur ein Baseballschläger. Ich denke mal, unser Zeug wird mehr halten. Unser Rohr halt, ne? Ich höre doch was. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich mal kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tessa ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Sie hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Hat er nicht noch ganz normal geredet gerade eben? Mehr oder weniger normal. Na gut. Er wird schon das Richtige tun. Hübsch hier. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! War klar. Mist! Habt ihr gerade eben schon gesehen? Nee. Für Skill! Achtung! Oh oh. Das ist doch ein paar zu viele. Wie schön, dass ich. Jetzt komm! Vom Nahkampf bringt irgendwie gerade gar nichts mehr, wa? Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Er führt schon Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill? Joel? Hier lang. Und weiter geht's. Oh, da ist noch was. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nicht. Ja, wo geht's jetzt weiter lang? Da rein, nach oben. Ich geh einfach vor. Mit Klinkchen machen. Nö. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Ja, besser als nichts, ne? Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du?
Partner. Ich habe mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Juhu, okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Schlotze. Und zwar? Ja, immer. Mein allerneuestes Spielzeug. Hier liegt aber bestimmt noch mehr rum, das wir auch mitnehmen können. Aha. Aha, da ist doch schon mal was. Ein Stock. Balken. Na, nicht Balken, aber Stock kommt schon eher hin. Wahrscheinlich müssen wir gleich so oder so hier lang. Na, was hast du denn Schönes? Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Wollte gerade sagen, gesehen haben wir sie ja schon. Nächste Nagelbomben können wieder eingesammelt werden. Das ist sehr schön. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt, mit L1 im Bogen geworfen oder mit R1 strategisch platziert werden. Sehr so, schön. Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von den Infizierten überrannt. Die belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Könnte, muss aber nicht. Wahrscheinlich wird es auch nicht klappen. Kennt mein Glück doch. Was haben wir denn hier? Okay, dann mal los. Ach, wieder so ein Waffenverbesserungsgedöns. Halfter für eine zweite Pistole, Halfter für eine zweite Langwaffe. Ich meine, so ein Halfter wäre schon mal nicht schlecht eigentlich, ne? Keine Ahnung, was ich davon machen soll. Ich schätze einfach mal... Ich glaube, hiervon auf jeden Fall das Nachladetempo. Wobei es auch nicht verkehrt wäre, einen zweiten Waffenhalter zu machen. Ha. Machen wir Nachladetempo. Ach, wir haben noch ein Werkzeug. Dann mache ich Pistole. Haben wir kein Werkzeug mehr, na toll. Ja, sieht gut aus. Gut, wie es dann aber weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao.